Sondern herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe immer noch die Gummistrenze, so wie im gestrigen Kursvideo. Oder ich weiß nicht, ob es im gestrigen Kursvideo war, aber auf jeden Fall im letzten Kursvideo. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich immer noch ein bisschen nuschel, weil ich nehme es jetzt gleich nach dem Kursvideo auf. Wir spielen eine Runde Party Games. Party Games solltet ihr kennen. Man muss verschiedene Minigames machen. Je nachdem, wie gut man abschneidet, kriegt man Sterne. Wer am Ende die meisten Sterne hat, gewonnen. Cut Jump, wir springen jetzt einfach hier von Farbe zu Farbe. Wir müssen zumindest immer auf die Farbe springen, auf der wir draufstehen. Da war mein Gehirn kurz ein bisschen ausgeschaltet. Und im Party Games bin ich eigentlich relativ gut. Jetzt Snowflex oder so. Ich hoffe, ich verkacke jetzt in dieser Aufnahme hier nicht. Aber sonst 90% der Spiele gewinne ich eigentlich dann am Ende. Was? Weil hier so eine Lücke war. Ich hoffe, ich verkacke jetzt in dieser Aufnahme hier nicht. Ich verkacke jetzt nicht wirklich. Ich finde es so schade, dass es keine Stats gibt. Mit den Stats hätte ich es euch beweisen können. Aber, naja. Obwohl, in letzter Zeit gewinne ich gar nicht so oft. Aber von meinem Anfang habe ich relativ oft gewonnen. Kommt natürlich auch immer drauf an, welche Spiele hier kommen und welche nicht. Jetzt kommt aber Bienenkampf. Da treffe ich manchmal... Die Bienen, die fliegen halt so richtig dumm hin und her. So, Treffer. Komm, Treffer. 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 Die Bienen, die hier so oben in der Ecke kleben, die sind eigentlich immer am schwierigsten zu treffen. So wie die zum Beispiel da hinten. Wenn die natürlich jetzt nicht so viel wegfliegen würden. So, was macht der Steve da? Der rennt irgendwie ein bisschen hin und her. Kann der eine denn so viele Punkte haben, hä? Gut, ich habe jetzt auch nicht so viele getroffen. Okay, Platz 2 noch. Habe ich noch eine? Ich habe in der letzten Sekunde noch getroffen. Bin jetzt Platz 2 mit 23 Sternen. Crafting Race. Oh, Crafting Race. Das ist eigentlich ein ziemlich nices Game, muss ich sagen. So, wir rennen gleich hier runter. Sammeln gleich hier Zuckerrohr ein. So, Blumen. Und jetzt fangen wir an abzubauen. Ich kann euch nämlich jetzt hier auch zeigen, wie man hier viel abbauen kann. Also, dafür braucht ihr ein bisschen mehr Holz. Das heißt, jetzt läuft der hier durch mich durch. Das heißt, nehmt auch ruhig gut Holz mit. Dann legt ihr eins hier ins Inventar. Hiervon genauso. Craftet dreimal Sticks. So, jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen verkraftet, aber naja. Dann craftet ihr euch alle Werkzeuge, die es hier gibt in Minecraft. So. Habt ihr noch ein paar Sticks und Holz, genau. Dann geht ihr zum nächsten Baum. Baut euch nochmal was ab. So. Baut ihr, könnt ruhig nochmal so paar Holz mitnehmen. Lass sie wieder ins Leben, kommt es um. Dann craftet ihr das hier, dann craftet ihr das hier. Druckplatte, dann craftet ihr Türen, dann craftet ihr das, dann craftet ihr das. Habt jetzt richtig viele Items. Dann nehmt ihr eure Spitzhacke. Geht ruhig hier runter, baut Diorit ab. Baut das, aber wenn ihr Kohle findet, auch das. Also alle verschiedenen Gesteinsarten baut ihr hier ab. Kies baut ihr natürlich ab. Dann schauen wir hier noch kurz rein. Baut ihr Kohle hier ab einmal. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Zeit habt, noch mehr Dinge abbauen. Noch mehr Stein. Dann findet ihr vielleicht auch, dann könnt ihr den Ofen und so craften. Craften wir das hier um. Dann Sand haben wir schon gut. Dann geht ihr hier runter und sammelt halt alles ein, was ihr so finden könnt. Dann, wenn ihr Blumen seht, pflückt die immer und macht ein bisschen. Tut drei Blumen am besten immer abpflücken. Abpflücken fahren. Damit ihr einmal umcraften könnt, einmal die Wolle habt und einmal Schafswolle einfärben könnt. Falls ihr Schaf färben wollt. So, craften ist noch ein Ofen. Ich wollte zwar noch einen Schalter craften, aber naja. Und so seht ihr, kann man eigentlich relativ locker gewinnen. Und was geht denn mit meinen Haaren ab? Hey, what the fuck? Das sah gerade ein bisschen, sah ein bisschen komisch aus. Also so könnt ihr Crafting Race eigentlich relativ easy gewinnen, wenn ihr halt da ein bisschen mehr von allem abbaut und dann euch da eben alles mögliche craftet. Falls ihr mehr Tipps braucht, fragt mich gerne an. Mein Rekord ist, glaube ich, 33 Items. Falls es nämlich mehrere Baumsorten gibt, dann baut vom nächsten Baum das auch noch ab und macht auch von der nächsten Baum. Macht auch von der anderen Baumsorte. Knöpfe, Druckplatten, Holztüren und so weiter und so fort. Werden wahrscheinlich eh nur Schneebälle drin sein. Oh ne, Diamantschaufel haben wir. Okay, bringt uns der jetzt relativ wenig. So, wir sollten mal vielleicht ein paar Kills machen. So, da waren aber jetzt 11 Schneebälle drin. So, die haben wir umgebracht. Die hatte wohl nicht so viele Herzen. So, füllen wir unten mal unsere Leiste wieder auf. So, und wo sind jetzt hier ein paar Gegner? Wo sind die denn? Die töten sich hier? Sind nur eh noch zwei Leute da. Hallo, Gegner. Zwei Wildtop, wo sind die? Da vorne ist einer. Da ist auch noch der andere. So, wir haben jetzt beide zwei Kills. Wir können voneinander wegrennen. Genau, das ist eigentlich gut für uns beide. Wenn wir wegrennen, können wir theoretisch
Aber der hat, glaube ich, wenig Herzen. Der hat wenig Herzen, ist so Power-Ups. Wer kann denn hier bei der erste Platz? Ich will aber alleine der erste Platz sein. Mit dem Schnee sieht man natürlich relativ wenig hier. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler, dahin zu rennen. Jetzt ist er wahrscheinlich wieder voll geheilt. Nein, 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 nein. Ja, ich habe ihn. Jawohl. Okay, es war kein Fehler. Hier läuft uns gerade die ganze Zeit eine Katze rum. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Was ja komisch wäre. Die ist da hinten. Irgendwo, aber ich sehe sie nicht. Oh, Stargazer. Stargazer ist eigentlich ein Scheißspiel. Manchmal habe ich hier trotzdem eine richtig gute Runde. Manchmal nicht. Ich weiß auch nicht, manchmal klicke ich und es wird aber nicht gezählt, wenn ich Schub haben möchte. Fliege ich hier immer hoch. Sammeln die beiden Sterne noch ein. Man muss halt eine Ecke für sich allein am besten haben. Mit vielen Sternen. Dann hat man es gewonnen. Der eine, der hat zum Beispiel jetzt schon richtig viele Sterne. Hallo. Jetzt habe ich zum Beispiel zweimal klicken müssen. Sonst jetzt sind hier halt keine Sterne mehr und sowas. Was macht die denn da hinten? Alles klar. Alles klar. Sowas nenne ich Verarsche, meine Freunde. Sonst sind die halt auch keine Sterne. Ich kann jetzt noch hoffen, dass ich den vielleicht da oben bekomme. Ich lade mal ganz voll. Alles klar, warum hat er nicht gezählt? Naja, jetzt haben wir den. Naja, haben wir den letzten Platz nochmal gefestigt. Den zweiten. Ist zufrieden. Für Stargazer ist es auf jeden Fall okay. Was ist die hier? Was hat die? Was hat er denn oben gemacht da hinten? Was hat die mit Papier gespielt? Jetzt kommt sie gleich wieder hochgesprungen. Wetten? Oh, die ist schon so. Oh, Warenhaus. Warenhaus bin ich eigentlich auch ziemlich gut drin. Also jetzt. No Flex, aber Warenhaus ist öfters auch mein Game. Zack. Müssen wir nur hoffen, dass die Boxen gut hier ankommen. So, jetzt kommt hier eine rote an. Kommt hier eine blaue an. Darf ich halt auch nicht überall an den Fließbändern und so hängen bleiben. Jetzt legt die sich hier hin. Hallo? Ihr seht sie vielleicht. So, schnell rein, 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 rein. Die blaue Box kann mal kaputt gehen. Sollte natürlich nicht sein. So, okay, aber gute Runde bisher, gute Runde bisher. Hallo? Und man sollte die Boxen vielleicht auch nehmen, wenn man sie anklickt. Da kann ich jetzt aber nichts für machen. Manchmal ist halt, sind halt solche Spiele ein bisschen buggy, aber naja. Ich hoffe, es kommt noch Water Race. Water Race feiere ich nicht eigentlich. Bisher haben wir noch keine Box verpasst, wenn ich mich recht entsinne. Aber jetzt kommen hier halt viele Boxen. So, und jetzt ignorieren wir die einfach und bringen einfach nur noch diese gelbe hier weg. Nein, warum? Oh, wegen einem Punkt. Scheiße. Naja, egal. Ich bin gleich auf mit dem. Mit 96 Sternen. War schon das letzte Spiel? Wenn ja, dann bin ich mit dem jetzt auf Platz 1. Ja. GG. Teilen wir uns mit Ice Creator X diesen. Und da sind wir jetzt auch in der zweiten Runde. Und die zweite Runde beginnt, wie soll es anders sein, mit Schneeballschlacht. Gab mal auch so ein Baumschmücken zu Weihnachten. Ich frage mich zwar, warum Baumschmücken jetzt hier ist und Ding nicht. Warum Baumschmücken nicht mehr da ist, aber Schneeballschlacht noch. Was, wir haben uns selber umgebracht. Wir haben uns einfach selber umgebracht. Als ob. Und Daluten hat gewonnen. Wir sind aber auch Dritter geworden. 10 Sterne noch. Color Jump ist das nächste Spiel. Also dieses Spiel mag ich eigentlich. Es gibt so ein paar Spiele, die mag ich überhaupt nicht. Darunter fallen zum Beispiel One in the Chamber und Farbschlacht. Dann gibt es so Spiele, die sind so mittelmäßig wie Stargazer oder Color Run oder TNT-Zerstörung. Da gibt es so Spiele, die mag ich richtig. Darunter zählt zum Beispiel Color Jump, Layers, TNT Run und so. Auch wenn dieses Spiel schon sehr glückabhängig ist. Aber hier zum Beispiel. Hier, wo sollte ich denn hinrennen? Wo sollte ich denn hinrennen? Es ist so unfair. Aber trotzdem mag ich dieses Spiel. Ich weiß nicht, warum ich es mag. Weil eigentlich raste ich bei sowas immer komplett aus, wenn man einfach keine Möglichkeit hat. Hätte ich sofort gesehen, wahrscheinlich hätte ich es da nicht geschafft. Dann, ja, eigentlich mag ich solche Spiele überhaupt nicht, aber naja. Ist natürlich ja ziemlich dumm, dass wir jetzt bei so einem Spiel gleich rausgeflogen sind, aber tatsächlich noch dritter Platz geworden. Wir sind aber auch nicht so viele, weil wir haben gerade, wie viel haben wir? 14.45 Uhr. Spielen nicht so viele Leute gerade. Lobby Champ ist auch so ein Spiel. Mag ich eigentlich auch. Also hoffentlich kommt kein Farbschlacht oder so dran. Oder One in the Chamber. So, hier muss jetzt aber performt werden. Nur mit dritter Platz gewinnen wir das nämlich nicht. Was? Alles klar. Ich weiß noch nicht, warum ich immer nur Vierersprünge bekomme. Und am Anfang der Folge sage ich noch, ich bin gut. Ihr denkt euch jetzt auch, ja, sicher, sicher, du bist gut. Du, vor allem du. Ich hasse es, warum es hier keine Stats gibt. Ich hasse es und warum bekomme ich nur Vierersprünge? Warum bekomme ich nur Vierersprünge? Ich verstehe dieses Game nicht. Mein Rekord. Könnt ihr am Ende sehen, wenn es nochmal angezeigt wird. 34 oder so ist mein Rekord. Was eine schlechte Runde, aber von allen.
Aber ich hab's tatsächlich noch gewonnen. Ich hab's tatsächlich noch gewonnen. Oh mein Gott, und das mit 14. Mit 14 einfach. Hier war Highscore 32. Alter, ich hab noch mit 14 Sprüngen das noch gewonnen. Alter, die anderen haben auch ziemlich reingekommen. Der Bienenkampf ist so ein Spiel. Ja. Also, besser würde ich auf jeden Fall eher spielen als Farbschlacht oder One in the Chamber. Ist auch so ein Mittelgame. Die Bienen fliegen halt so dumm wie... Nochmal was. Wenn man immer an den anderen Ende vom Raum schießt, beziehungsweise wenn man schießt, eine Biene nicht trifft und dann aber irgendeine andere trifft vom Hintending. Im Hintending. Alles klar. Im Hintergrund. Also die halt weiter weg ist. Komm, die da oben. Die ist doch chillig. Komm, die kleine da oben noch. Komm schon. Alles klar. Aber hätte ich hier nicht gewonnen. Da Looten, der ist ziemlich gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei seinem. Also, weil da Looten ist halt... Ich hätte eigentlich gedacht, dieser Le Ruinator ist da. Jetzt kommt natürlich von in der Chamber. Das war natürlich klar. Auch wenn mein Highscore 19 Kills ist. Also, da war, das war schon eine Runde, da habe ich schon echt rasiert. Er will mich jetzt halt gleich umbringen, gell? Und wir bringen uns selber um. Und One in the Chamber ist halt so, wenn du keine Leute findest, wie ich jetzt, kannst du halt auch keine Kills machen. Alles klar. Jetzt kommt der hier natürlich, sag, geh halt auch auf mich, geh halt auch auf mich. Alter, da hat er looten schon 5 Kills, Alter. Weil der halt wahrscheinlich auch immer bei Leuten spawnt. So, komm, einfach ein Banner da. Und warum der hat seinen Bogen gar nicht gespannt gehabt? Sicherlich werden mir den jetzt den Kill hier gestealt. Hier, Leonardo, Alter. Geh weg, Junge. 4 Kills habe ich. 4, Junge. Hier schon wieder der Leonardo. Hä? Warum habe ich denn nicht geschossen? Ich habe so gespannt eigentlich. Komm. Alter. So gut ist der Leonardo gar nicht. Ich dachte eigentlich, der wäre besser mit Supreme und so. Aber naja. Ich beschwere mich da nicht. Warum sehe ich immer nur 5 Leute hier? Also dieser Saluten, das ist so einer, der kann mich besiegen in Party Games. Soll ich vielleicht noch einen Kill machen, nicht, dass ich noch auf Platz 3 abrutsche. Komm, einfach rein da. Das ist halt wieder so typisch ich. Ja. Und jetzt bin ich auch so tatsächlich noch auf Platz 3. Ich schieße in eine Menschenmenge rein und nichts ist da. Schade. Naja, Platz 3. Aber wir wollen in die Chamber, ist es doch ganz gut. Jetzt hat Saluten, den hole ich nicht mehr ein. Jetzt kommt Smash. Smash bin ich auch nicht so der Fan von. Naja, gehört halt auch dazu. Solche Games. Schade, dass kein Layers oder so kam. Das oder TNT One. Komm. Mann. Komm. Klick. So, man muss die Leute einfach hier mal nehmen und im Müll werfen. Und man soll natürlich nicht selber genommen werden. So, nehmen und im Müll werfen. So, jetzt kommt der hier wieder. Nein. Nehmen und im Müll werfen. Das ist eine Bombe. Nein, Mann. Komm. Es sind auch so wenig Leute. Nehmen und im Müll werfen. Oh Gott. Ich nehme nicht und ich im Müll werfen. Nicht, dass wir im Müll geworfen werden. So, jetzt sind hier viele Leute. Komm, geh weg. In den Müll. Und im Müll. Komm, komm schon rüber. Jetzt will ich raus. Nein, du kommst jetzt nicht raus. Oh nein, meine Nase juckt. Oh, Scheiße. So. Nehmen wir den Müll werfen. Hä? Hallo, es laggt. Ich habe aber 7 Kills. Hallo? Oh Gott. Okay, die haben aber keine Kills gemacht. Okay, danke für den Boost. Nehmen und mir werfen. Man muss... Das so, kann ich euch wie ein Crafting-Weiß einfach einen Tipp geben. Nehmt sie auf die Schultern, dreht euch um in den Abgrund und werft sie nach unten in den Abgrund. Also nicht einfach wegballern, sondern, die einfach so nach vorne wegschießen, dann können die sich meistens... Ich kann fliegen! Nein. Ich werde Verlängnis not enabled. Ich bin einfach rausgekickt worden. Ich hätte Smash gewonnen. Naja, ich wäre eh zweiter Platz gewonnen. Smash hätte ich gewonnen, ich wäre eh zweiter Platz. Den ersten hätte ich wahrscheinlich nicht eingeholt. Aber, dann würde ich sagen, war es das jetzt von diesem Party Games Video. Lasst dein Abo, Like oder Kommentar da. Und bis zum nächsten Video. Ciao!